ist jetzt Spanien unser Gemüsegarten, unser Schweinestall, unser Kuhstall und hat sowas Zukunft? Ja, also um auf diese Bio-Debatte nochmal zu kommen, Spanien produziert einen Großteil der Bio-Produkte, die in deutschen Supermärkten zu finden sind. Und das Interessante ist, die Spanier selber konsumieren so gut wie nichts von ihren Bioprodukten, die sie selber produzieren. Weil, also ich war schon in Almeria, in Huelva, an vielen Orten, in Murcia, wo diese Bioprodukte für Lidl, Aldi und so weiter hergestellt werden. Und da hat sich eine ganze Produktion eigentlich irgendwie auf den Wahnsinn, auf den deutschen Wahnsinn eingestellt. Und wenn man mit den Leuten spricht, sagen die eigentlich, ja, eigentlich ist es, wenn man das nicht öko macht, wenn man das einfach nur nach vernünftigen landwirtschaftlichen Prinzipien und auch mit Respekt vor der Natur und so weiter, aber nicht mit diesen Standards, die für die Zertifikate notwendig sind, macht es viel mehr Sinn. Es ist viel letztendlich, wenn man diesen Kreislauf dann betrachtet, ist es viel ökologischer oder umweltbewusster als diese Bio-Zertifikatsproduktion. Und die Qualität, die Spanier wissen, dass das Fleisch, das lokal hergestellt wird, also nicht in der intensiven Tierhaltung, also dass das natürlich viel besser ist. Und da sind keine Antibiotika drin und das wissen die wissen, was gut ist. Und das muss nicht unbedingt dann Bio sein, während man in Deutschland natürlich denkt, Bio schmeckt immer besser, ist immer besser. Und es ist wahrscheinlich nicht so.